Hallo, na ihr. Flip und ich haben heute die Zeit vergessen. So, wir haben so richtig schön abgefault. Das sah ungefähr so aus. Das beste Spielzeug für Flip, ne? Flauschige Socken, ne? Ach Gott, ist das nicht süß? Das ist herrlich. Flip fühlt sich richtig wohl, ne? Ich liebe das, wenn er das macht. Und jetzt versuche ich die Zeit, die ich vertrödelt habe, wo ich aber irgendwie überhaupt gar nicht böse drum bin, einfach mal so ganz sachte von hinten wieder aufzurollen, aber ohne Stress. Bringt alles nichts. Das ist mal so richtig schön. Fünfe gerade sein lassen. Versteht ihr, wie ich meine? Ich habe jetzt nur gerade eben schön geduscht. Für mein Wohlbefinden. Nicht um schön auszusehen, seht ihr ja. Sie hat die Haare nicht schön. Ich habe die nur geföhnt und mit den ha Händen gelegt. Ne? Haare nicht schön. Face nicht schön. Aber ich bin relaxed. Obwohl wir spät dran sind. Ich gehe jetzt erstmal mit Flip, ne? Wir gehen jetzt erstmal. Das, was jetzt wichtig ist, ich habe Flip gerade wieder reingebracht. Ich bringe jetzt die Marke weg, die ich gefunden habe. Ich gebe die jetzt einfach bei der Stadt ab. Das hätte ja nicht sein müssen, aber wegen diesem Datenschutz. Ihr wisst Bescheid, ne? Wisst ihr, an was ich gerade gedacht habe, als ich jetzt hier so unsere Straße lang gefahren bin? Ist mir so eingefallen, meine Oma hat früher immer zu mir gesagt, an den Fenstern der Häuser kannst du erkennen, was da für Menschen wohnen. Und wenn man mal so darauf achtet, finde ich, ist das eine richtig interessante These. Kennt ihr das? Dieses, ich weiß gar nicht, ist das eine Redensart? Finde ich interessant. Achtet mal da drauf. Ich finde das sehr spannend, ehrlich. So, ich werde jetzt hier reingehen bei der Stadt und das versuchen abzugeben. Ich hoffe mal, die nehmen das an und helfen mir weiter. So, ich bin schon wieder draußen. Ich war jetzt keine 10 Minuten da drinne. In der Information haben die mir gesagt, wo ich hin muss, in welches Zimmer. Dann bin ich da rein. Die wollte halt nur eben wissen, wie ich heiße, wo ich wohne, wo ich die Marke gefunden habe. Und die hat gesagt, es hat sich keiner gemeldet, der die verloren hat. Aber die schicken das ansonsten zu. Na, dann kriegt derjenige auf jeden Fall seine Marke wieder. Wie umständlich. Also das sind manchmal so Sachen, die, ne, Datenschutz in allen Ehren, Leute, ne? Aber manchmal verstehe ich das einfach nicht. Wegen solchen Kleinigkeiten. Die Marke hätte schon längst wieder da sein können, wo sie hingehört. Na? Und deshalb werden wahrscheinlich so viele Leute einfach sich um solche Sachen gar nicht mehr kümmern. Ist so mein Empfinden. Und jetzt gehe ich mal gucken, was ich für mich persönlich noch Schönes finde in der Stadt, wenn ich schon mal hier bin. So Leute, die Tatsache, dass ich gleich überhaupt zu Hause ankomme, verdanke ich einer sehr guten Rücktrittbremse. Ja. Die holen einen fast vom Fahrrad. Die gelben Kennzeichen. Mehr muss ich da nicht zu sagen. Das sind für mich keine Kennzeichen mehr, das sind Warnhinweise. Die passen nicht auf. Es ist schlimm. Ja. Wirklich schlimm. Da hätte ich fast, obwohl ich alles richtig gemacht habe, langsam fahre, ja, wäre ich fast vom Fahrrad geholt worden. Vom Fahrradweg weg. Ja. Das ist nicht mehr normal hier. Wenn du hier Kinder hast, die kannst du hier nicht alleine über die Straße laufen lassen. Du musst Angst haben, dass du die nachher mit dem Küchenhelfer von der Straße abkratzen kannst. Das ist doch nicht mehr normal. Man kann doch wohl mal ein bisschen aufpassen. Ich meine, gut, das sage ich jetzt, wo ich hier mit meiner
mit meiner Kamera rede, während ich Fahrrad fahre. Aber es ist so, Leute. Da bin ich wieder. Flip ist schon an meinen Einkaufstaschen. Der ist immer so interessiert, ne, an allem, was ich hier einkaufe. Ich wollte euch jetzt ein paar Sachen zeigen. Unbezahlte Werbung. So, was ich jetzt regelmäßig immer mal wieder kaufe, das sind hier diese Vakuumbeutel. Das reflektiert jetzt gerade ein bisschen. Und zwar für Bettwäsche und in meinem Fall jetzt Sommerkleidung. Das kann man dann wunderbar hier so mit einem Staubsauger in so Päckchen hier einvakuumieren. Erstmal bleibt die Wäsche frisch, da kommt kein Staub dran und man spart enorm viel Platz im Kleiderschrank. Was ich echt toll finde. Ich mache da auch Decken und alles rein. Ne? Das gibt es in verschiedenen Größen. Das ist einfach ein Tipp, wenn ihr das noch nicht geholt habt. Macht das mal, das lohnt sich. Ja? Ich hole die nicht alle auf einmal, weil die, für die zwei kleineren Varianten habe ich jetzt 2,50 Euro bezahlt. Ihr kriegt die aber auch in verschiedenen Größen, dann sind die halt ein bisschen teurer, aber ich sag euch, das lohnt sich. Oder wenn ihr irgendeinen schicken Dress habt, keine Ahnung was. Ne? Ich tue dann da auch immer noch, es gibt doch so kleine Duftsäckchen hier für, was man in die Wäsche tun kann. Packe ich auch mit da rein und schweiße das mit ein. Ne? Mit dem Sauger. Dann habe ich noch was gekauft. Wir machen Flip, ich möchte erst diese Tasche haben. So. Hier, Mandarinchen sind diese Woche im Angebot beim Aldi für 79 Cent. Die sind lecker. Dann habe ich das Pesto Rosso gekauft. Ich liebe dieses Pesto. Schlacki hasst es. Aber es gibt hier oft genug das, was Schlacki gerne mag. Dann habe ich mir einmal in dunkelblau hier einfach so eine Joggingbuchse. Die hat hier oben einmal so einen schönen Dings und unten halt auch nochmal. Für 2,99 Euro. Das ist hier, bestes Leben. Na, das wird gleich schön gewaschen. Das habe ich in dunkelblau und einmal hier in Khaki. Das habe ich bei Wolwort für 2,99. Kannst du nicht besser vorstellen. Ne? Flip hier für Kuschelstunden, ne? Auf dem Sofa. Dann habe ich mir nochmal hier diese ganz einfachen Kleiderbügel gekauft. Das Schöne daran finde ich hier oben diesen Dings hier, den kannst du drehen. Damit hänge ich immer meine Wäsche, so wie Jacken, wenn ich die wasche. Die hänge ich dann einmal hier, zack, eben auf. Sonst habe ich den Wäscheständer sofort wieder voll. Und das ist einfach ungünstig, wenn man nur eine kleine Bude hat und einen Wäscheständer, wo man im Winter seine Wäsche trocknen möchte. Ne? So, hier ist auch nochmal ein Pesto. Meine Geldbörse, die brauche ich euch nicht zeigen. So, dann habe ich mir ein eigenes Stabfeuerzeug gekauft. Ja? Ich habe jetzt hier das pinkfarbene und Schlacki kann dann hier seins hier im Blau. So, ich habe auch an meine Haare gedacht. Denen habe ich hier so eine Alverde Haarbutter geholt. Die hole ich mir sehr oft und immer wieder schon seit 3 oder 4 Jahren. Weil meine Haare, egal ob im Sommer oder jetzt im Winter, dadurch, dass ich halt so eine Naturkrause da drin habe, die haben einfach Durst. Die saugen das auf wie sonst was. Ja? Und egal wie strohig die sind von dem Zeug, die werden richtig geschmeidig und die sehen wieder schön aus. Ja, finde ich echt toll. Deshalb kaufe ich das immer wieder. Dann habe ich hier noch so Zündhölzer. Fluffy, die Frau mit den Zündhölzern. Mir geholt. Natürlich Teelichter. Hat die Fluffy sich auch geholt. 50 Stück. Schlacki, und die sind diesmal auch für mich. Und die wirst du dir nicht wieder hier einverleiben. Damit das klar ist. So, kommen wir zum nächsten, was ich gekauft habe in der Drogerie. Rasierwasser.
Jetzt werdet ihr euch fragen, warum kauft die Fluffy sich Rasierwasser? Das ist nicht für mich in dem Sinne. Schlacki soll das benutzen. Aber ich kaufe das, ich bin so ehrlich zu euch, ja, ich kaufe das, weil ich es absolut liebe, wenn der gut riecht. Ich. Ne? Das ist keine Anspielung, er stinkt nicht, sondern ich liebe es, wenn Männer nach Rasierwasser riechen. Ich liebe nicht so sehr, wie an einem Mann vorbeizulaufen, der unwahrscheinlich gut riecht. Ja? Und am meisten mag ich Rasierwasser. Ich weiß nicht warum, es ist einfach herrlich. Mehr brauche ich da nicht zu sagen. Ja, so. Dann für mich habe ich was gekauft. Hier. So alle 6 Wochen. Hier. Country Colors. Das ist die Intensivtönung. Was ist das? Kakao, ne? Ja, Kakao habe ich immer. Ne? Das ist einfach toll. Ne? So. Kuschelweich habe ich auch gekauft. Mir Flip, so wie du. Du bist auch kuschelweich. Hier für meine Jacken. Das mache ich nicht mit Pulver. Das mache ich halt immer mit flüssigem Waschmittel. Kaufe ich das. Denk mit ist super. Ja, ich kaufe davon auch mein Pulverwaschmittel. Ja, hier habe ich so eine Lippenpflege gekauft, die habe ich aber schon ausgepackt und in meiner Jacke verstaut, weil ich das nicht haben kann. Ich hatte meine Lippenpflege vergessen mitzunehmen. Und jetzt hier habe ich mir für meine Seele. Ich weiß, das ist vielleicht nicht unbedingt eine tolle, fettende. Was ist jetzt passiert? Warum ist das Licht so schlecht? Die fettet vielleicht nicht toll zurück. Na, die Lotion, aber die riecht unwahrscheinlich gut und ich mag das. Ich mag das einfach, mich abends zu duschen im Winter. Ja, diese wunderschöne Bodylotion zu haben, ja, wo ich mir auch zwischendurch einfach nur mal mit die Hände eincreme, wenn ich abends da sitze und entspanne. Und diesen Vanillegeruch, ich mag ihn sehr. Ja? Also, wenn ihr das noch nicht kennt, riecht da mal dran. Das ist einfach, da geht der Chill-Modus an im Kopf, ich sag's euch. Ja? So. Und wenn hier die Lichter ausgehen, dann gehen die Lampen an, Glühwein. Ja. Haben wir gestern Abend zusammen eine Tasse getrunken. Eine Tasse, Leute, nicht eine Flasche. Ne? So, dann hier für meinen lieben Schatz Zockernahrung. Ja. Let's play together. Dann braucht man sich um nichts kümmern. Ja. Vor allen Dingen, wenn man 7 Days to Die am Wochenende spielen möchte. Ja. Noch eine Flasche. Ich trinke sonst nie Alkohol. Aber ich schwöre es euch, Leute. Ich habe gestern ein Glas getrunken. Ne? Oder besser gesagt, eine Tasse. Und das hat gereicht. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Hier nochmal das. Und noch mehr Zockernahrung. Leute, ihr wisst, dass ich kochen kann. Ne? Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Zwischendurch teile ich auch mal Rezepte. Aber ich sage euch das so, wie das ist. Ich stehe dazu mit meinem Namen als Fluffy. Es ist keine Schande, sich einfach mal Fertigessen zu kaufen. Ist meine Meinung. Weil manchmal habe ich einfach keinen Bock, Leute. Für mich ist das Urlaub. Ja. Ich brauche hier nicht Sonne, Strand und Meer, sondern für mich ist das Urlaub, wenn ich nicht kochen muss. Ja? Und klar habe ich die Zeit dazu öfters. Ja? Ich habe wirklich Zeit. Aber Zeit ist auch ein Luxusgut. Und da möchte ich nicht immer hier in der Küche stehen.
Das ist manchmal sehr unbefriedigend, wenn man da 2 Stunden steht mit Vorbereitung, dies, das, jenes, Geschnibbel und in 5 Minuten ist das aufgegessen und dann sagt vielleicht noch einer, ach, letztes Mal hat das besser geschmeckt. Wisst ihr? Dann hat man manchmal keinen Bock. So ist das. So Flip, das war alles, was ich gekauft habe. Und ist euch was aufgefallen? Für Flip war gar nichts dabei. Mäuschen, komm. War gar nichts dabei, ne? Och, mein Schatz. Wir holen das jetzt nach, ne? Wir gehen jetzt gucken, was du für schöne Sachen hast, ne? Flip hat nämlich ganz tolle Sachen, ne? Flip immer schöne Sachen hat, ne? Och Gott, ja. Ja, ich hab dich auch sehr vermisst, Flip. So. Ich werde jetzt hier alles wegräumen. Und dann kuschel ich mit Flip, dann kriegt der Flip noch ein Leckers. Flip, das ist nichts für dich. Da ist gar nichts für dich. Und der Schlacki kriegt das Aftershave, dann kann der gleich mal eben im Badezimmer verschwinden. Ne, Flip? Flip mag das übrigens auch. Ne? Flip findet das toll, ne? Alles, was duftet, findet Flip toll. So, ich verabschiede mich. Mit diesen wirren Eindrücken des Tages. Ah, zu mehr hat es heute einfach nicht gereicht. Aber das muss ja auch mal sein. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, was ich gekauft habe. Das hat es auch noch nicht gegeben, ne? So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir schmusen jetzt, ne? Ja, wir beide, ne? Und da dürfen die nicht mitmachen. Nein, nur wir.